Freunde. Ein guter Morgen. Time to kick some asses. Wie heißt der neueste Shit für den großen Auflagenhit? Was muss rein ins Blatt? Titten! Wir haben heute Nacht noch ein Flüchtlingsdrama im Mittelmeer. Was? Nur eins? Das reicht mir nicht. Liebe Kollegen, ein neuer Tag, um zu zeigen, wir sind das Nachrichtenmagazin Nummer 1 in Deutschland. Ihre Themenvorschläge? Also eine Geschichte mit Hitler fände ich mal wieder stark. Danke. Dann war heute Nacht noch ein Flüchtlingsdrama im Mittelmeer. Das hat doch mit Hitler zu tun. Sie sind verbunden mit der Redaktion des Stern. Sie erreichen uns außerhalb unserer Konferenzzeiten. Rappelvolles Flüchtlingsboot und nicht ein einziger Busenblitzer. Wir verstehen es einfach nicht. Sag mal, wer ist denn die Eule hier? Keine Ahnung. Ich will alles. Name, Alter, Instagram-Profil. Große Themen müssen wir personalisieren. Schreib auf. Der Engel von Schlauchboot 7. Flosi aus Liebe. Ein völlig überfülltes Flüchtlingsboot und an Bord kein einziges SPD-Mitglied. Könnte Richard David Brecht darüber nicht ein Essay schreiben? Die Titelgeschichten der nächsten Ausgaben stehen bereits fest. Volkskrankheit Rücken, Deutschland hat Rücken und die große Rückenschule. Wenn wir das Thema Flüchtlinge anders aufziehen? Ausziehen? Das klingt gut. Wir bräuchten einen spiegeltypischen Ansatz. Ja, was Junges, Wildes vielleicht. Wie wär's mit einem Balkendiagramm? So wie Rückenleiden leicht gemacht, die neue Rückendiät und die deutschen Rücken zusammen. Sollten wir nicht das Thema Rücken tauschen gegen die Flüchtlingskatastrophe? Lieber nicht. Ich hab's. Rückenkiller Flüchtlingsboot. Idee. Wir konzentrieren uns auf die Kernbotschaft. Titten? Titten-Drama im Mittelmeer. Idee. Wir konzentrieren uns auf die Kernbotschaft. Hitlers letztes U-Boot aufgetaucht. Hitler, Hitler, Hitler! Idee. Oh nee, doch nicht.